Die Hoffnungen sind groß. Erstes Spiel also für den neuen Mann. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Es regnet. Das Wetter spielt leider nicht so mit. Und damit herzlich willkommen hier im Dignity Health Sports Park, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und uns erwartet heute ein Spiel am ersten Vorrundenspieltag dieses Vorbereitungsturniers. Bayern München gegen Real Madrid. Erstes Gruppenspiel also in diesem Vorbereitungsturnier. Jetzt können wir schon mal erleben, wo die Teams stehen. Ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die neue Saison und das macht die Jetzt der Schuss! Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Matthijs de Ligt spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und im Sturm werden wir bei ihnen zu Beginn des Spiels nur einen Angreifer sehen. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Nacho spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Marco Asensio steht mit Vinicius Junior auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Einfach stehen gelassen, schöne Aktion. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Alphonso Davies. Kimmich jetzt. Schön dazwischen gegangen. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Ball draußen, gibt Abstoß. Real jetzt am Ball, es gibt Einwurf. Wir freuen uns heute auf das Debüt des neuen Trainers. Ein leichtes Debüt wird das angesichts der Ambitionen des Vereins natürlich nicht. Denn am Ende der Saison soll ja der Titel rauskommen. Ja, und den soll der Trainer liefern. Die Aufgabe ist klar definiert. Das ist... Ah, da können Sie es machen. Super von Courtois. Klasse gemacht, da können Sie sich bei ihm bedanken. Ecke kommt von Kimmich. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Kimmich. Oh, mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich, weiß nicht. Vinicius Junior. Super Zweikampf, den Ball hat er. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. So ist das Tor entstanden. Ausgangspunkt ist diese Hereingabe von Leroy Sané. Und dann verwandelt Thomas Müller aus kürzester Distanz. Das sind seine Momente. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da gewinnt er den Zweikampf. Wir haben einige Diskussionen rund um Toni Kroos erlebt. Denn für ihn ist es heute das... Oh, jetzt haben sie die Chance. Das ist gut verteidigt. Da muss sich Courtois ja nicht mal bewegen. Ganz einfach den Ball gefangen. Er zieht vorbei. Kein Problem, den hat er.
Kimmich führt aus. Courtois hält, Ball ist noch im Spiel. Ja, den Eckball holt er sich, da ist er zur Stelle. Sané! Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum, keine Probleme. Die Bayern machen hier ein gutes Spiel. Gleich ist Pause und so wie es aussieht, werden sie wohl mit einer knappen Führung in die Pause gehen. Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe eingestellt. Ein Tor Führung, sie sind immer wieder schneller, vor allem auch gedankenschneller und so kommt dann so ein Spielstand raus. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Klasse Aktion da. Coman. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Foul und Freistoß für Real. Valverde. Vázquez. Das hat er nicht gut gemacht. Schön geklärt von Rüdiger. Goretzka. Davis. Keine große Aufregung bei diesem Distanzschuss. Also, wenn Sie die Dinger nicht reinmachen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn hier die Geschichte vielleicht sogar noch mal kippt. Ja, und so bleibt es erstmal spannend. Groß am Ball. Sauber vom Ball getrennt hier. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit 2 Treffern in Führung. Nochmal die Entstehung dieses Tors in der Wiederholung. Wir sehen den Steilpass von Leon Goretzka. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Pause, die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Aber jetzt legen wir erstmal eine kurze Pause ein. Aufgabe für Real ist klar, der Rückstand ist hoch. Nun läuft sie also, diese zweite Hälfte. Es droht hier die Niederlage. Serge Gnabry. Mané hat den Ball. Leon Goretzka. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ecke kommt von Kimmich. Gut geklärt. Kimmich. Jetzt die Hereingabe. Erklärt. Leon Goretzka. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Bei Arsenal gibt es einen Transfer zu vermelden und es geht um einen Spieler, den man schon seit einiger Zeit unbedingt verpflichten wollte. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Das ist diese Sicherheit, die ihn auszeichnet. Real wechselt.
Ecke kommt's. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Neuer Held, Ball noch im Spiel. Ecke, Real Madrid. Wechsel bei Real. Ecke kommt in den 16er. Das frühe Stören jetzt. Davis. Davis. Musiala mit dem Ball. Musiala. Jetzt vielleicht. Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Unglaubliches Tor. Seitfalls hier. Was für eine akrobatische Aktion. Was für ein Treffer. Nochmal das Tor. Da kommt die Flanke und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kimmich. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. So, und das nächste Tor und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Kimmich, gib den Ball her. Modric am Ball. Serge Gnabry. In der Mitte Sadio Mané. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. So, hier sehen wir es jetzt nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Die Flanke kommt und dann dieser Kopfball, schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Der Ball ist wieder bei Real. Guter Steilpass hier, macht er gut. Davis. Er kann klären. Gute Aktion. Modric. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Gleich wird hier ausgewechselt. Modric am Ball. Vinicius Junior. Da muss er hin und holt sich den Ball. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Davis.
Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Toller Pass. Hat Genauigkeit gefehlt, ja. Ja, wenn er besser zielt, ein bisschen weniger Power, dann ist das ein Tor. Wechsel jetzt bei den Bayern. Iago Aspas. Ja, das gibt Einwurf. Einwurf Real. Real Madrid mit dem Ballverlust. Gefährlicher Pass von Made. Er macht das Spiel schnell. Courtois ist da. Super aufgepasst. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Abgefangen dieser Ball. Alphonso Davies. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Alphonso Davies. Neuer. Ja, das sieht gut aus. Und das ist der Schlusspfiff. Der Sieg heute geht an die Bayern. Es war ein super Spiel. Wir sehen hier die Freude, wir sehen die Begeisterung. Ein klarer Sieg, eine dominante Vorstellung. Das war auf jeden Fall ein gutes Spiel von Sadio Mané. Wie ist dein Kommentar zu ihm? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Willkommen zu dieser Partie, liebe Zuschauer. Wir sind zu Gast im Dignity Health Sports Park. Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und es geht heute um ein Spiel am 2. Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Inter Mailand gegen Bayern München. Spiel Nummer 2 also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team. Und da gleich mal mit einem Titel in die neue Saison einzusteigen, das wäre doch was. Es geht auf die andere Seite. Davies. Hier haben wir die Aufstellung von Inter Mailand. Milan Skriniar spielt mit Stefan de Vrij in der Abwehr. Nicolo Barella steht gemeinsam mit Marcelo Brozovic in der Mitte. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute 2 Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Lucas Hernandez spielt mit Matthijs de Ligt in der Abwehr. Leon Goretzka steht mit Joshua Kimmich im Mittelfeld. Und im Angriff bauen sie heute zu Beginn der Partie erstmal nur auf einen einzigen Stürmer. Was darf man Sadio Mané im heutigen Spiel zutrauen? Zuletzt 2-mal getroffen und nach so einem Doppelpack ist klar, da gehst du mit einem mächtigen Selbstbewusstsein ins Spiel. Da weißt du, es läuft und dann fallen die Tore fast von selbst. Steilpass.
Dumfries. Correa. Das Martinez. Mit Auge. Barella. Direkt in die Arme von Manuel Neuer. Lukas. Den hat er förmlich geahnt. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist da. Matthijs de Ligt. Da ist Kimmich. Kimmich. Unaufhaltsam. Sané. Ball soll zu Madi. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Thomas Müller. Tor für die Bayern. So, Rückschlag für Inter und nun sind sie hier also hinten. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Goretzka. Da ist Kimmich. Goretzka. Alphonso Davies. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Jetzt der Eckball. Da reagiert er gut nach diesem Eckball. Leon Goretzka. Gute Chance, war aber sogar noch mehr drin. Ja, einfach volle Lotte draufgehalten, das war nicht die ideale Option. Jetzt wird es Freistoß für Inter geben. Ballverlust Inter Mailand. De Ligt. Sie unterstützen gut. Sané. Was für eine Chance. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit zwei Treffern in Führung. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Correa. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Vielleicht wird es über Müller jetzt gefährlich. Goretzka. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Wir können nichts aus der Flanke machen. Und da haben sie den Ball. Çalhanoğlu. Inter Mailand verliert den Ball. Er versucht's. Gute Parade. Da hält er diesen Ball. Inter Mailand mit dem Wechsel. Kimmich führt aus. Wir haben's. Pausenpfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2.
Calhanoglu ist nicht wirklich drin in dieser Partie. Also das Spiel läuft an ihm vorbei heute. Er hat Anstoß hinter Mailand. Mit einer deutlichen Führung von Bayern München geht sie nun weiter diese Partie. Mal sehen, ob sie nach der Pause an die bisherigen Leistungen anknüpfen können. So, weg ist der Ball. Jetzt können sie vielleicht kontern. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Gut verteidigt. Thomas Müller. Den hält er. Und damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. Ecke kommt von Kimmich. So, kein Grund zur Aufregung. Kopfball geht neben das Tor. Um ihn hat es zuletzt Diskussion gegeben. Geht er, bleibt er. Jetzt kennen wir das Ergebnis. Er geht. Der Wechsel steht fest. Riesentalent, das ist keine Frage. Der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, der darf sich glücklich schätzen. Kimmich. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Bisher ist das eine richtig gute... Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Wechsel bei Inter Mailand. Inter Mailand verliert hier den Ball. Müller blockt den Schuss erstmal ab. Musiala. Musiala mit dem Ball. Serge Gnabry. Joshua Kimmich hat den Ball. Ja, wieder Ballverlust von Inter Mailand. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Gosens. Ballverlust Inter Mailand. Benjamin Pavard. Ecke für die Bayern. Ecke kommt. Super, diesen Eckball abgefangen. Das war nicht ungefährlich. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Gosens. Da kommt der Konter. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Klasse gemacht.
Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Ecke kommt in die Mitte. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Wir nähern uns dem Schlusspfiff und im Moment sieht es nach einem Sieg der Bayern aus. Klare Führung. Sie sind überlegen, 2 Tore Führung. Sie machen das immer wieder clever, sind sehr stark. Ich glaube, die holen sich den Sieg. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Der Ball geht zu Choupo-Moting. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Den Ball will er nicht hergeben. Sehr gut aufgepasst. Er bekommt Hilfe. Jetzt können Sie es machen. Jetzt Thomas Müller. Aber am Ende kommt doch nichts raus. Ja, da müssen Sie aufpassen. Gute Chance. Toll gehalten. Vorne und Nana. Jetzt wechseln Sie hier aus. Jetzt die Ecke. Gut geklärt. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Kein Problem für Onana. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Inter verliert den Ball. Sané. Gnabry im Ballbesitz. Pavard. Kein Problem für Onana. Und das ist der Schlusspfiff. Der Sieg heute geht an die Bayern. Schöner Sieg, wichtiger Sieg, auch in dieser Höhe wirklich verdient. Denn sie waren hier alles in allem die klar bessere Mannschaft. Anschluss.